Hallo liebe YouTube-Freunde, eine neue Sendung. Ich habe mir viel Mühe gegeben, ich wollte an und für sich gar nichts mehr machen. Aber ich war in Bad Laswe bei einem Radiomuseum. Bei dem Radiomuseum war die Sache zu Ende, da war eine Vorführung gewesen. Da hat ein Mann hat mir dann gesagt beim Rausgehen, Kamerad, ich habe was für dich, du bist der Meister Jambo. Dir kann ich das Teil anvertrauen. Das liegt seit 20 Jahren bei mir rum. Wir sind zum Auto gegangen. Dann haben wir im Auto etwas gesehen. Da blieb mir das Herz stehen. Da wusste ich schon, jetzt kommt eine neue Sendung auf mich zu. Aber es war ein riesiges, großes Teil. Da kommen wir gleich drauf. Nur mal als Vorspann, warum, wieso wir diese Sendung hier machen. Ab 1953 gab es in Deutschland Fernsehen. Jeder hat Fernsehen geguckt, jeder hat Frohsinn gehabt. Im Laufe der Jahre haben die Leute festgestellt, es wäre ja auch schön, wenn wir das aufnehmen können, wie beim Film früher. Da können wir einen Film aufnehmen, da können wir das wiedergeben. Die Tonbandmaschinen, die gab es ab 1950. Da hat jeder eine Tonbandmaschine gehabt und konnte den Ton aufnehmen. Jetzt wollten die Leute aber das Bild gerne aufnehmen. Das war eine große Aufgabe für die Industrie, für die Technik, für die Ingenieure. Es war wirklich eine große, große Aufgabe. Es war noch kein Know-how da, wie kann ich ein Bild vernünftig aufnehmen. Es gab keine Möglichkeit. Es gab nur eine Möglichkeit. Es gab in der Mitte der 50er Jahre, gab es in Amerika, Bildaufzeichnungsgeräte. Das war eine heikle Sache, die waren aber nicht transportabel. Dann gab es die Firma Ampex, die haben große Aufzeichnungsgeräte mit Magnetbändern gemacht. Aber da hat man Daten aufgenommen, aber noch kein Fernsehen. Dann haben die Ampex-Leute angefangen, das zu versuchen aufzunehmen. Wir schauen uns das mal an, wie man das damals sich gedacht hatte. Das hier ist jetzt das Hauptteil, was wir heute vorführen wollen, was ich vorführen will. Von diesen Geräten gibt es im Prinzip nur ganz, ganz wenige in Europa. Ob die anderen auch funktionsbereit sind, weiß ich nicht. Aber das ist das Teil, was wir heute uns erarbeiten wollen, was wir uns anschauen wollen. Aber wir wollen mal ganz kurz in die Technik gehen, die vorher notwendig war, um so ein Ding zu konstruieren. Die Leute bei Ampex, sie wussten, ein großes, dickes Magnetband, ungefähr 2 Zoll, das waren ja dann 5 cm breite Bänder haben die gehabt. Auf diesen breiten Bändern haben die dann versucht, Ton aufzunehmen und Bild aufzunehmen. Dann hat man Folgendes gemacht, man hat eine Längsaufzeichnung, dann nannte man das Ganze. Dann hat das hier, das Weiße ist das Tonband. Und dann hat man Kopf A, Kopf B, Kopf A, Kopf B gehabt. Das Band lief an dem Tonband. Köpfen vorbei, wie beim Tonbandgerät, original wie beim Tonband, aber ein riesiges 2-Zoll-Band lief vorbei. Es kam am Kopf A, Kopf B, Kopf A, Kopf B vorbei und hat ein Halbbild erzeugt. Mit diesem Halbbild dann wieder ein Halbbild, wieder ein Halbbild und das hat man dann auf den Fernseher geben können. Aber erst aufgenommen, dann wiedergeben auf den Fernseher. Aber man brauchte eine Unmenge an Material, eine Unmenge an Band, wie das durchläuft. Denn damals hatte man nicht nur 19 cm, man hatte 78 cm Bandgeschwindigkeit, man hatte riesige Rollen gehabt, um das zu machen. Dann haben die festgestellt, das geht für Band, für Fernsehen, haut absolut nicht hin. Dann kamen sie auf die Idee, wir nehmen ein 2-Zoll Magnetband, das 2-Zoll Magnetband, das läuft an einem Kopfrad vorbei und das Kopfrad drehte sich so rundherum und hatte dann Querspuren da drauf gehabt, drehte sich rum und dieser Kopf sah so aus hier, das ist der Kopf, das kleine Schwarze dahin, das ist das Band und das war die Bandführung, das Band wurde verknäuelt, das wurde auf einen Halbkreis gebracht, geformt. Dann ist der Kopf da rein, der ist rundherum gelaufen und hat das Band bespielt. Das Ding war wieder ein riesiges Teil, eine riesige Mechanik dabei, eine Unmenge von Band verbrauchte man. Das nannte man Bandkopfseitenansicht und zwar war das für die Studiogeräte gedacht. Das hat auch funktioniert, aber nicht für den Allgemeinverbrauch. Wir wollten ja Geräte haben, die der Kunde für sich zu Hause hatte. Das war das Theater für den Kunde zu Hause. Irgendwann ist dann irgendeine Firma auf die Idee gekommen, kann ich nicht nachvollziehen, ich weiß das nicht. Ob das Philips war, grund ich sowieso nicht. Die waren da weg vom Fenster, ob das eine japanische Firma war oder eine amerikanische Firma. Dann kamen die auf die Idee, aha, wir müssen ja Folgendes machen, wir müssen diese Spuren einfach schräg legen, müssen eine Schrägaufzeichnung machen, das hieß dann Schrägaufzeichnung, das war die Weltneuheit, Schrägaufzeichnung über Video. Entweder lief das Band vorbei, auch leicht schräg gestellt, und der Kopf war gerade oder der Kopf war leicht gedreht dabei und drehte sich dabei in einem Winkel und man erhielt solch eine Aufzeichnung und jede Spur enthält ein Halbbild. Das heißt, hier eine Spur lief durch, die nächste war die Halbbilder drauf. Das war das Ideale, das war der Durchbruch. Damit haben wir die erste Aufzeichnung gemacht mit Schrägspuraufzeichnung. Dieser rotierende Videokopf bei dem
EL3400. Das ist die große Maschine, die ich hier habe. Die gucken wir uns dann an. Diese große Maschine hat eine Kopfscheibe. Die Kopfscheibe drehte sich. Da war der Videokopf drauf. Und das war über einen kleinen HF-Transformator gekoppelt an den Aufnahmeverstärker. Der Aufnahmeverstärker nahm das Signal auf und es war keine direkte Verbindung zwischen der Kopfscheibe und da. Das wäre mechanisch gewesen. Da wären so Schleifkontakte gewesen. Das hat nicht funktioniert. Das haben wir jahrelang haben die daran gearbeitet, das rauszukriegen, wie ich solche HF-Transformatoren auf einer Kopfscheibe hatte, die sich gedreht hat. Aber im Endeffekt haben die Philips-Leute das hingekriegt. Die Philips-Leute waren die ersten, die diese Kopfscheibe und so mit dem EL3400 in Funktion brachten. Das ist nun ein Philips 3402 Gerät. Das ist das Philips Gerät. Der Deckel ist noch leicht mobil drauf. Den kann man nämlich dann einfach abmachen. Das ist mir nämlich so mühsal, das Band einzufädeln. Normale Audio-Level Tracking, was man früher gemacht haben, das können wir hier drehen an dem Knopf. Das ist ein Stillstand, dann Record, Stop und Play. Mehr hat er nicht gehabt und Vor- und Rücklauf. Das war eine Weltneuheit in 1964, 65 ist das Teil rausgekommen. Das ist vorgeführt worden, das ist in der versunken. Das war zu groß, das war zu schwer, das hat 30 Kilo gewogen und das riesige Band. Wir gucken uns das mal ganz kurz so an, wie es so aussieht. Ich hebe den Deckel ab, so, den Deckel machen wir ab. Jetzt fällt schon wieder einiges runter dabei, aber das macht nichts. So. Das ist jetzt die Maschine mit dem dicken Band dabei. Ich zeige euch mal das Band, was dazugehört. Das ist jetzt das Band, was da eingefädelt ist. Ich habe noch eins in Reserve. Das ist das Tonband. Das ist das Videoband in der Maschine. Das hier ist das Videoband. So sieht das aus. Eine ganz stabile Rolle, 1,3 Kilo schwer. So, das ist das Band in der Größe mit 1 Zoll, 25,5 mm dick und an und für sich wie ein normales Tonband, wie ihr euch das anschauen könnt, wie ein normales Tonband. Das Problem war der Staub, das war der Dreck von den Fingern, die da dran war. Das war eine heilige Sache. Früher auch, das hat man hier festgeklebt, manchmal so gehalten. So, dann habe ich, da habe ich 5 Bänder noch mitbekommen. So, die tun wir schnell wieder weg, die Bänder. Fertig. Das ist jetzt die Maschine von oben, wie sie so aussieht. Wir gucken uns mal ganz kurz von hinten an. Das ist die Rückseite von hinten. Da haben wir in BNC Out, BNC In zum Einspeisen dabei. Da ist hier ein kleiner Videoschalter dabei. Da ist hier für Videoausgang und an TV anzuschließen ein ganz seltsamer Stecker. Kein DIN, aber so ähnlich wie der DIN. Dann Anschluss für Mikrofon. Dann nochmal was für In, noch was für In und noch etwas für Out. Was da rauskommt, weiß ich nicht. Und nochmal eine Remote Control für Ein- und Ausgang. Da ist die Typennummer, die Nummer, aber das Fabrikationsdatum ist da nicht drin, sondern nur die Nummer, das ist 20.000er, steht da drauf. Es kann sein, dass sie 20.000 davon gebaut haben. Aber Philips hat einfach durchnummeriert. Das kann man bei Philips nicht so genau sagen. So, das ist das Teil von außen, das ist das Teil von oben. Das gucken wir uns gleich an, wenn wir jetzt Strom drauf machen. So, der Video EL3402. Ich schalte das Gerät nun mal ein. Wir haben hier einen dicken Hauptschalter dabei. So, jetzt leuchtet hier eine kleine Kontrolllampe. Eine kleine Kontrolllampe leuchtet, das reicht uns. Jetzt ist hier ein riesiger, dicker Schalter, der ist hier an der Seite her, wo die Andruckrolle draufläuft. Die Andruckrolle ist leicht geriffelt hier. Nicht so eine Andruckrolle, wie wir heute haben. Die ist jetzt leicht geriffelt. Die soll ja das dicke Band antreiben, was dahinter ist. Dahin ist der Capstan, dahin ist der Antriebsrolle. Das ist der Antrieb hier, der sich bewegt. Das sind die Köpfe, die gucken wir uns hier nochmal an. Jetzt schiebe ich den Schalter nach vorne. Jetzt läuft die Mechanik da drinnen mit einer Unmenge von Gummiriemen. Die drehen sich, manchmal hört man das, ich gehe mal mit dem Mikrofon mal hier dran. So, ja, er läuft und so weiter. Jetzt können wir auf Start drücken. Wo war Start? Ne, die erste Taste hier. So, ich drücke mal die Play-Taste. Ah, Kamerad läuft. Ja, da ist schon das Bild da. Wunderbar, ich habe ja alles eingeschaltet. Da haben wir das Bild. So sieht das Bild aus. Jetzt bin ich hier oben an dem Tracking-Regler, was später bei den Videos auch war. Hier einstellbar, einstellbar. So, jetzt habe ich es daneben gestellt. Jetzt stellen wir es wieder fein ein. So, jetzt haben wir das Tracking eingestellt. Es geht einwandfrei. Wunderschön läuft die Maschine. Das nimmt Aufnahme und Wiedergabe. Das ist aber eine uralte Aufnahme. Mindestens 60 Jahre ist die da drauf. Aber sie spielt, guckt euch das an, wie scharf das ist, wie einwandfrei das ist.
Ich habe das mit der Aufnahme noch nicht so hingekriegt, aber ihr glaubt mir, dass ich auch eine Aufnahme habe. Das war natürlich alles nur schwarz-weiß. In den 65er Jahren gab es nichts anderes. Die Leute waren heilfroh, so etwas zu sehen. Dieses Teil wurde bei der Funkausstellung vorgeführt und da waren die Leute baff. Das war die Weltneuheit, solch ein Gerät in der Größe mit der ganzen Mechanik zu haben. Wir machen mal einen Stopp dabei. Hier ist die Stopptaste. Die Maschine läuft noch und wir können auch vor- und zurückwärts spulen. Wir haben hier Vorspulen, ein ganz kleiner Knopf, der dreht sich. So, der Knopf dreht sich, Stopp haben wir, Rekord haben wir, das Band spielt wieder einwandfrei, bisschen Tracking dabei und der Ton ist auch da. Mach ein bisschen lauter. Das sind uralte von einem Lehrgang von irgendeinem Institut. Irgendwo ist der dabei gekommen. Dazwischen nur ein einziger Draht. Also der Dynamo, die Lampe und ein Draht. Das ergibt doch niemals einen Stromkreis. Daher auch kein Aufläuten. Viel, viel etwas. Und doch wisst ihr aus eurer Erfahrung, dass die Fahrradbeleuchtung mit diesen drei Bauteilen. Das ist die Aufzeichnung in der Schrägspur. Das war einzigartig für die damalige Zeit, dieses Gerät mit der Schrägspur vorzuführen. Die Mechanik mit dem Tonkopf und alles, was dazugehört. Die dicken Umlenkrollen, das Band hier gerade reinzuführen, hier um den Tonkopf einmal drumherum laufen, in 180 Grad einmal drumherum und auf der Aufwickelspule wieder drauf. Aber die Höhenunterschied hier, das sieht man ganz, ganz deutlich. Liebe YouTube-Freunde, ich wollte euch auch mal das Innenleben zeigen von der Maschine. Das heißt also, wir müssen die Spulen rausheben. Das heißt also, ich nehme diese eine Spule hoch, die ist hier nur eingelegt, ganz locker hier das dicke Band. Das Band ist natürlich jetzt schon wieder geklemmt hier. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Jetzt muss ich das hier ablösen, einmal drehen, einmal rausholen, muss das hier herholen. Und jetzt habe ich das Band zur Verfügung. Und so war das da innen drin angelegt, um den Tonkopf herum. Wir gucken uns mal den Tonkopf an. So, das ist das heilige Band. Das legen wir uns ran. Jetzt gucken wir uns mal das an. Ich kann hier einschalten und kann hier wieder die Mechanik einschalten und sehe, wie hier jede Menge Riemen laufen. Hier unten, die Kopftrommel, die Kopftrommel, die läuft natürlich nicht, sondern der Kopf dreht sich ja da. Das sehen wir jetzt nicht. Ich hole gleich was anderes noch zum Zeigen dabei. So, dazu kann ich hier das betätigen. Da kann ich das betätigen für den Rücklauf. Da. Ich betätige hier oben den Rücklaufhebel. Der Rücklaufhebel kommt hier langsam dran. So. Und jetzt nimmt er den mit. Jetzt rastet er ein. Kann aber jetzt nicht weiter anreißen, weil ja hier jetzt ein Stopp ist, weil kein Band da drin ist. Das ist dann unlogisch. So, jetzt kann ich die wieder lösen. Aber nur mal zum Zeigen, so ungefähr geht der Rücklauf nur über einen dusseligen Antrieb hier von dem Band. So. Nur die Betätigung von dem Hebel. Auf der anderen Seite hier drüben, der Vorlauf, der schnelle Vorlauf geht nur über Spannen des Riemens. Mehr nicht. Der Riemen wird gespannt, nimmt die Rolle mit und läuft. Es gab keine eigenen Motoren, das. Viel später hat man drei Motoren drin, richtig drei dicke Motoren. Das war nur ein Motor, der alles angetrieben hat. Alles, was da drin war, nur über Riemenantrieb. Liebe YouTube-Freunde, ihr wisst, wie diese Riemen innen drin ausgesehen haben. Ich zeige euch das jetzt gleich nochmal. Jeder, der Tonbandgeräte repariert hat von Philips, 65, 66, 68 und so weiter, hat erlebt, wie diese Scheiße mit diesen Riemen war. Die Riemen haben sich aufgelöst, die waren an den Fingern dran, die waren in den Lappen dran, die Finger waren sauber, waren dreckig, habt sie nicht wieder sauber gekriegt unter dem Fingernagel. Das war tagelang unter den Fingernägeln, das war nicht rauszukriegen. Ich fasse heute diese Philips-Maschinen, Tonbandmaschinen mit den Riemen, Auflösung nicht an. Das ist aber nur bei Philips passiert. Grundig und alles andere, was später gekommen ist, hat das Theater gar nicht gehabt. Bei Saba gab es sowas überhaupt nicht. Bei Grundig auch nicht. Aber die Philips-Riemen sahen so aus. Wir gucken uns mal an, wo das Zeug noch übrig geblieben ist, wo das noch lag. Da in der Ecke, da war noch ein Brocken übrig, da sah das aus. Und hier war die runtergelaufen, da war der Riemen, der war kaputt, der ist da hingefallen. Da sind die Brocken hingeflogen da und haben sich aufgelöst. Die waren einfach aufgelöst als Teer. Ein ganz kleines Stück von dem Riemen ist hier noch erhalten. Ich habe eine extra da gelassen, dass man das sieht. Das ist das Teil, was ich an dem Schraubenzieher gehabt habe. Das war übrig geblieben. Aber das lassen wir jetzt mal so, wie es da ist.
Fertig. Das ist jetzt die Kopfscheibe, die ich per Hand drehen kann. Hier bewegt sich jetzt die Kopfscheibe hin und her. Da ist der Kopf drauf, der geht hin und her. Das sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das Auto drauf. Wenn ich, das Ding läuft mit 1500 Umdrehungen, sieht man natürlich davon nichts. Gell? Kann man ja nicht sehen. Hat ja eine unheimliche Drehzahl. Muss ich jetzt nicht anmachen. Man sieht nichts, absolut nichts. Ja? Und was die Leute gemacht haben, dieser Kopf musste sauber gemacht werden. Dafür gab es Material, dafür gab es für den Kopf zum Saubermachen, das hier. Was Leute gemacht haben, haben das nach oben unten sauber gemacht. Da war der Tonkopf kaputt. Der Tonkopf musste so, ich gehe jetzt nicht dran, der musste so bestrichen werden, dass dieses Lederchen, dieses kleine Lederläppchen, das wurde in Alkohol getränkt, in reinen Alkohol und wurde so hin und her gehoben. Nicht in der Senkrechten. Das war tödlich. Das hat man aber jahrelang gebraucht, um rauszufinden, dass man das nicht machen darf. So, okay? Das ist die Kopfscheibe aus dem neueren Gerät. Im Prinzip genau das Gleiche, was hier auch eingebaut ist. Ein Kopf, ich drehe das um, 180 Grad. Da ist noch ein Kopf dabei, da ist der andere Teil. Hier lief das Band, das Halbzollband vom Video 2000 oder vom VHS und so weiter, wie sie geheißen haben, ist egal. Das lief hier dran vorbei. Hier unten drunter ist die Übertragung. Das ist der Übertrager, der HF-Übertrager. Der war so reingesetzt, hat das übertragen. Keine Schleifkontakte, sondern nur berührungslose Übertragung des Signals. Das ist jetzt der rotierende Videokopf. Das ist nur der Videokopf an sich, der da innen drin eingebaut ist. Und hier vorne, diese kleine Spalt, der ganz kleine Spalt, das ist der, wo das Signal abnimmt. Das, der Videokopf an sich sind 3 cm. 3 cm, 1 cm bis hier. Und hier vorne der Kopf, das ist ganz hauchdünn und hauchfein. Hier vorne im Mikrometerbereich ist der Kopfabstand da drinnen. Das war die Technik von Philips von der damaligen Zeit, war unerreicht für die auswechselbare Aufnahme, Wiedergabekopf des Videorekorders. Den konnte man ausmachen. Wenn der schlecht war, konnte man ihn packen, auflöten. Der war nicht aufgelöst, der war nur gesteckt, der war nur rein und raus. Ich habe es nicht auseinandergebracht. Gott bewahre, dass ich mich da dran hänge. Aber das sind Unterlagen, die ich für den EL3400 mir besorgt habe. Das ist das Schema der Bandführung beim Videocorder 3400. Die Spule, die hier gekommen ist, die Spule kommt, die wickelt ab, die geht hierher, die geht um den Kopf herum, das ist hier um den Videokopf rum, richtig einmal ganz rundherum, 280 Grad, geht hierher, geht hierher, geht hierher, geht hierher und geht hier drauf. So, das ist die Bandführung. Das war von der Philips, von der damaligen Zeit, einzigartig, Neuheit, Weltneuheit, sowas zu bauen. Und das in einem Gerät, was an und für sich funktionstüchtig ist, für den Kunden zu Hause sein. Das Ding hat aber fast 30 Kilo gewogen. Das konnte man nicht verkaufen. Das Ganze war anfällig mit den ganzen Riemen. Das war auch nicht so gut. Aber diese Bänder mit 1 Zoll Bänder, die durften nicht angefasst werden mit den Fingern, wie die Leute das ja gemacht haben bei den Tonbändern. Jeder hat das mit den Fingern angefangen. Dann war vorbei. Dann ging es nicht mehr. Einmal richtig fest angepackt, lief das nicht mehr durch und da waren Störungen dabei. Und das kriegte ich durch das Tracking auch nicht mehr raus. Das war also nur eine Entwicklung. Ungefähr 3 Jahre war das auf dem Markt. Dann kamen neue Maschinen. Das Teil ist jetzt das Nachfolgeteil von dem großen Philips 3400. Das ist der LDL1002. Das wurde in 1969 gebaut. Das hat man auf den Markt gebracht. Das hat man bei der Funkausstellung vorgeführt. Und dort, das war aber auch nur noch schwarz-weiß. Das war noch keine Farbe. Das ging noch nicht. Das war nur schwarz-weiß und Farbe. Aber hier lagen die Bänder, eine offene Halbzollspulen, offene Bänder dabei. Halbzollspulen, offen waren die. Und liefen hier gerade rundherum und wurden aber hier reingeführt, hierher, 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 hier, hier rum und darum und dann so eingeführt, genau gegen die andere Richtung, wie man das bei den Tonbandmaschinen später war, lief also gegenseitig, gegenspurig oder wie auch immer da rein, aber mit Schrägaufzeichnung, mit einem Halbzollband. So, dieses LDL100 von Baujahr 69 von Philips. Sieht aus wie eine normale Tonbandmaschine. Diese Philips-Knechte haben ja damals jede Menge Tonbandmaschinen gebaut, große wie kleine. Die gesamte Technik, die sie hier reingebaut haben, mit den Haken hier, mit dem, mit dem, mit dem, mit Bremse dabei, hier eine Bremse dabei, zum Abbremsen dabei und der Antrieb hier oben. Der Antrieb, da seht ihr jetzt hinten noch diese schwarzen Reste von den Treibriemen, die Riemen da, wie die da hinten aussehen. So sah das aus in den Maschinen, wenn die Treibriemen kaputt waren und man musste neue haben, musste anpacken. Das Gerät gehört dem Otto, dem Kollege Otto, der hat mir das zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, die Kopfscheibe steht schräg, wie da drüben bei dem
ersten Philips auch. Und wie nachher später auch bei den anderen Maschinen, waren die Maschinen schräg stehen. Damit, das hatte man beibehalten. Man brauchte die Schrägspuraufzeichnung. Entweder war das Band schief oder die Kopfscheibe war schief. Hier kam das Band gerade rein, ging gerade wieder raus und die Kopfscheibe war schräg für die Schrägaufzeichnung. Das war der Witz, Tonband zu benutzen, um Bilder aufzunehmen und Bilder in Schrägspur aufzunehmen. Das hat funktioniert. Die Tonbänder waren genau die gleichen. Das war identisches Material. Halb Zoll, was alles später nachher verwendet wurde, ist alles geblieben. Warum sollte man was ändern? Halb Zoll Bänder waren da. Das war also die Maschine von 1969. In der Entwicklung der letzten dann 30 Jahre, die für Video zur Verfügung gestanden haben, gab es Kassetten in dieser Art und Weise. Da lief das Band hier schon schräg raus. Das war eine komplette Kassette, die wurde in das Philips-Gerät reingeschoben. Dann der Tonkopf lief hierher. Da waren die beiden Kassetten übereinander. Das war so eine Entwicklung, das hat es gegeben. Dann gab es diese normalen Kassetten, die VHS-Kassetten. Die, hier steht Video Home System. Das war die weltweit größte Kassettenart und Weise, was es gab. Und hier habe ich schon wieder die Finger schwarz. Jetzt ist der Teufel los. So, das war die Kassette, wo das gerade lief. Dann ist er reingekommen, dann hat man sie schräg gezogen und hat das dann wiedergegeben. Diese Möglichkeit gab es. Das Ganze gab es auch mit kleineren Kassetten im Verhältnis zu der Kassette. Das war die Standardkassette weltweit. Das war die bisschen kleinere Kassette von Betamax. Das war auch ein System. Wir wollen nicht auf die Systeme eingehen. Dann gab es hier das System Video 2000. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Das ist die Videokassette 2000. Die hatte man reingeschoben. Dann war die Mitnahme einmal da, einmal da. Die hat man reingeschoben, dann hat man sie gedreht und dann hat man die andere Seite auch gehabt. Hat man hier 4 Stunden Laufzeit gehabt, das war gigantisch in Farbe. Das war unerreicht, aber das System hat es nicht durchgesetzt. Die Japaner haben mit VHS den Markt überschwemmt. Die Kassetten haben sich durchgesetzt. Aus Amerika kamen Kassetten, die bespielt waren. Die waren überall in den Videotheken. Überall in jeder Stadt waren mehrere Videotheken. Die Bänder kamen von drüben rüber. Ich muss euch nicht genau sagen, was alles auf den Bändern war. Ihr wisst das, die Fachleute von früher wissen das, warum die Leute in die Videothek gegangen sind und Videobänder geholt haben. War ein bisschen schmuddelig, aber ist egal. Die waren marktbeherrschend, nicht mehr, sondern das VHS-System. Wir gucken uns mal die VHS-Maschine von innen an. Das ist also eine grundig Videokassettenmaschine 2000er, Entwicklung 2000, mit 2x4 Stunden insgesamt möglich, mit langer Bandlaufzeit auf der Kassette. Das war die Kassette, man hat die Kassette einfach gepackt, hat sie hineingeschoben und so Gott will, war die dann auch geladen. Und ob die jetzt wieder kriegt, das weiß ich nicht, aber das muss nicht sein. Kann sein, muss aber nicht sein. Pause, Wiedergabe. Doch, Maschine läuft und hat das Band eingespult. So, das haben wir jetzt gesehen, wie das Band sich einfädelt, da drum rumdreht, wie das drinnen funktioniert. Im Prinzip ist alles das Gleiche geblieben. Band wurde eingefädelt, wurde rausgemacht. Dann habe ich hier wieder drauf gedrückt, habe ich die Kassette wieder rausgeholt. So, jetzt kam die Kassette raus. Dann konnte ich die Kassette so packen und konnte sie so drehen und wieder reinschieben. So, jetzt habe ich das andere Band gehabt. Habe ich dann auf Wiedergabe gedrückt. So, hat das Band eingefädelt und ging wieder. So, dann wurde die andere Seite von dem Band benutzt. Das war Video 2000, das war das beste Teil, beste Videoaufnahme, was es gab, von allen Ländern, allen Erdteilen, aber es hat sich nicht durchgesetzt, weil der Aufwand war zu groß, auch die Mechanik dabei, was kaputt ging, war die Mechanik. Hier, diese Elektronik, die war relativ zuversichtlich, das Netzteil, da war relativ zuversichtlich, zuverlässig, da war keine Probleme. Das Ding war von Grundig, lief, aber Grundig musste die Fabrik zumachen, weil die Produktion von diesen Geräten zu teuer war. So sieht die Bandaufzeichnung innerhalb des Bandes von dem Video 2000 aus. Das ist die Bandlaufrichtung. Da ist die Videospur, die läuft hier in die eine Richtung, wie die drauf. Da ist eine Kontrollspur dabei, die man brauchte man für die Signale, die man aufnahm, für zweimal die Kontrollspuren. Dann hat man die Kassette gedreht, wie wir es gesehen haben, drehte rum, dreht sie wieder rein und dann kamen die oberen 6,3 mm dran für die Videospur 2. 1, 2, das ist dann die Video 2, die sich gedreht hat in Schrägspur. Und dazu ein Audiosignal, Monosignal, das war ein Stereo-Audiosignal, das war alles mit eingepackt. Hier unten war dann auch Stereo dabei. Es waren also 2 Stereosignale dabei, 2 Videosignale, alles auf einer Halbzoll Band. Das war für die damalige Zeit gigantisch, aber nicht lange.
Die Produktion wurde eingestellt, Grundig war pleite, Feierabend. Die haben sich vertan. Die VHS-Leute weltweit, die Japser, haben das Markt, die haben den Markt beherrscht. Die haben die Geräte für kleines Geld verkauft, naja, für 700, 800 D-Mark und dann für 200 Euro dabei. Die Maschinen. Diese Maschine hat an die 2000 bis 2200 D-Mark gekostet. Das war viel Geld für das Gerät. Aber hat sich nicht durchgesetzt, Feierabend. So. Das ist jetzt natürlich das größte Gerät, was es zu der damaligen Zeit vor 30 Jahren gab, vor 25 Jahren waren. Das war in den Universitäten zum Lehren, zum Aufnehmen für den OP-Bereich, wo man Aufnahmen gemacht hat. Hat man auf Aufnahmen gemacht, aufgenommen, wiedergegeben und konnte die auch verschicken, weltweit verschicken. Dieses Gerät war für jedes System geeignet, für NTSC, PAL und SECAM. Hier unten alle drei Systeme, die es auf der Welt gab. Damit hat man Aufnahmen gemacht, da hat kein HF-Ausgang gehabt, man hat keine Videoaufnahmen gemacht für den Heimgebrauch, sondern industriell für die Medizin in den Universitäten oder auch die gleichen Geräte wurden in den Fernsehstudios genommen. Da waren 3-4 Stück nebeneinander, haben riesige Bänder gehabt und das normale Bedienung, wie das sich gehört hat. Gucken wir, Einstellung für die Lautstärke, Tracking für den Band, für das Band war auch normal, die Systeme, die Input vorhin, wo es hinten reinging, vom Fernseher, von Cinch, von BNC, Eject, die Kassette raus und rein, Play, Aufnahme, Wiedergabe, Pause und so weiter. Und dann hier noch ein paar Daten, die kenne ich auch noch nicht. Und eine dicke Hauptschalter. Das war alles, was an dem Gerät dran war. Ich habe mir das Gerät besorgt. Ich wollte das vorführen. Das Problem war, von solch einem Gerät eine Band zu bekommen. Das Band zu bekommen ist schon ein Albtraum. Die Geräte stehen rum, die Bänder sind alle weggeschmissen worden. Das war ein Band, das habe ich mit Mühe und Not gekauft bei eBay. So, das ist for professional use, usage professional. So eine U-Matic-Band, da steht es drauf für die U-Matic-Maschinen von Fuji und so weiter. Aber das Band in sich war ein 3/4-Zoll-Band. Jetzt geht es nämlich los. Wir haben 1-Zoll-Bänder heute gehabt. Wir haben da Fuji U-Matic 3/4-Zoll und haben die normalen Bänder 1/2-Zoll gehabt. Wir gucken uns mal die Kassette an. Das ist eine U-Matic-Kassette, made in Japan, dabei. Das Band läuft hier wieder parallel da drinnen. Hier sieht man das auch drinnen. Die Bänder laufen parallel. Für die Aufzeichnung war, glaube ich, eine Stunde war maximal da rauszuholen bei dem Band. Das war natürlich ein sehr gutes, teures Band. Das war umhüllt. Keiner durfte seine Finger dran machen. Keiner kam dran. Es wurde hier vorne reingeschoben. Wir gucken uns das jetzt gleich an. So, wir nehmen die unheimliche Kassette, schieben die rein. Die Maschine fädelt sich ein. Ich halb ein. Ich drücke auf Play. Jetzt kommt der Player. Jetzt fädelt er ein. Jetzt geht er rundherum. Jetzt, zack, so ein scharfes Bild hat das Teil. Der Mops hätte eigentlich eingeschläfert werden sollen. Arthrose, zu heftige Schmerzen, bewegen war kaum noch möglich. Das ist ein Recht, Studioaufnahme von einer U-Matic-Maschine. So, jetzt habe ich da, glaube ich, noch ein bisschen Farbe da. Jetzt habe ich ja die Farbbalken aufgenommen. Nicht ganz so gut, aber im Prinzip die Farben hundertprozentig bei der Maschine. Der Mops hat Arthrose, kann nicht mehr laufen, aber für einen Wagen... So, läuft relativ ruhig. 3/4-Zoll-Band ist in Ordnung. Ich mache nochmal Stopp, ja, das reicht jetzt. Stopp, Band raus. Erstmal in Bereitschaft, noch nicht auswählen. Jetzt drücke ich auf Eject. Wo steht die Eject hier? Da oben ist Eject. Das Band hat kurz gehangen, machen wir nochmal Eject, wiederholen wir nochmal, zack, zack. Ah, jetzt kommt's raus. Wie gesehen, das Ding ist nun 35 Jahre alt. Die Kassette ist sauschwer. Ob manchmal hakt das, manchmal nicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Ist aber egal, aber Maschine läuft, U-Matic-Maschine läuft, das Band habe ich auch. Das ist hier innen drin die Technik, die Haufen Bauteile, eine Unmenge von Bauteilen, eine Unmenge von Platinen, die da drin sind. Auch sehr servicefreundlich, man kommt an jeder Seite ran. Man kann die Platinen rausklappen, ist kein Problem. Das Problem waren immer die Bandführung und die ganzen Rollen und so weiter und auch der Tonkopf. Der Tonkopf hat die Schrägspur noch da drauf. Kannst du das da drauf sehen? Diese kleinen Riefen, die da dran sind, das ist ein Luftpolster, was sich aufbaut. Wenn das Band läuft, gibt es da ein Luftpolster dabei, damit das Band nicht daran klebt und nicht daran haftet, sondern ganz locker durchgeführt wird. So, liebe YouTube-Freunde, das war die Aktion Videorekorder. Ich wollte sowas ja gar nicht drehen, aber weil ich die Maschine hier gekriegt habe, habe ich gedacht,
Das machst du. Der Mann hat gesagt, Meister Jammer, kümmere dich mal drum, vielleicht kriegst du es hin. Das hat mich auch Tage, Wochen gedauert, bis die Maschine lief. Sie läuft, da bin ich glücklich drin. Es wird eines der letzten lebenden Maschinen sein, die es hier in Europa gibt. Das war nur für unsere Norm hier gedacht, das reicht ja auch. Aber ich wollte es mal gemacht haben, ich wollte es euch mal gezeigt haben. Wir hätten natürlich für eine Technik noch wochenlang erzählen können, wollen wir mal nicht, wollten ja nur die Maschinen zeigen, was es gab. Die Leute, die reparieren können, wissen, was sie geleistet haben in der damaligen Zeit. Was ich und was andere geleistet haben, das Wissen mussten wir uns aneignen über Lehrgänge. Jede Woche, alle paar Wochen Lehrgänge, dahin fahren und dahin fahren, dass wir da drinnen fit waren. Es gab 4 Systeme auf dem Markt, es gab eine Unmenge Geräte, aber der Kunde kam, wollte das Ding repariert haben. Aber es ging, wir haben es hinter uns gebracht. Ich bin nun 80 Jahre alt, die Sache ist in Ordnung. Das Teil habe ich vorgeführt. Was mit dem Teil wird, weiß ich nicht. Vielleicht wird es verkauft. Ich weiß es nicht. Wer es haben will, kann sich bei mir melden. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Sendung.